soweit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Odyssey im Auftrag des Königs 2.6.3 Elhiva-Version mit dem DX11-Renderer. Ja, schauen wir mal kurz in den Logi rein. Tränke vom Alchemisten. Donchak sagte mir, die Heiltränke von Assassin Ezio bekommen, der in der Oberstadt Salandrils Geschäft übernommen hat. Ja, da gehen wir doch da mal hin. Schauen wir mal, wir müssen irgendwo durch so einen Durchgang. Der ist hier und dann würde das doch neben dem Tuchladen sein. Müsste irgendwo hier sein. Ne? Also da ist der Tuchladen und rechts davon ist ja Salandrils Geschäft. An dieser Stelle grüße ich auch. Ja, Salandrils Tränke, da steht es ja. Grüße ich auch. Ganz, ganz lieb. Meine Zuschauer, meine Treuen. Alain Dufont, Taris und Invino Veritas, die wieder fleißigst Kommentare geschrieben haben. Bist du der Alchemist? So ist es. Mein Name ist Ezio. Was willst du von mir? Ich verkaufe nur etwas an die Orks und ihre Söldner. Du kannst mir also nichts verkaufen? Nein, du bist ein Fremder und an Fremde darf ich nichts verkaufen. Befehl von Donchak. Ja, ja. Aber Donchak braucht Heiltränke für das Heer, du Heinz. Donchak braucht Heiltränke für das Heer. Gut. Wenn Donchak dir den Auftrag gab, kannst du welche haben. Wie viel braucht er? Ein Dutzend. So viele Zutaten habe ich nicht mehr. Oh. Sag mal, könntest du mir diese nicht besorgen? Ich habe jede Menge. Wenn es unbedingt sein muss, was brauchst du denn? Für ein Dutzend Heiltrankessenzen brauche ich 24 Heilpflanzen. Gut. Und wo finde ich das Zeug? Was weiß ich, so gut kenne ich diese Gegend noch nicht. Meine Heimat ist die Wüste. Dort könnte ich dir sagen, wo du genug Pflanzen herbekommst, aber hier? Keine Ahnung. Na schön, ich mach mich mal dann auf den Weg. Viel Erfolg, Belia möge mit dir sein. Auf den kann ich gerne verzichten. Aha. Was sagtest du da gerade? Ich habe nichts verstanden. Psst. Ach nichts, ich habe nur laut über etwas nachgedacht. Ach so, also bis dann. Ja, bis dann. 24 Heilpflanzen, habe ich die bestimmt? Hier hast du deine Heilpflanzen, habe ich. Aber trotzdem will ich mal gucken, wie viel ich tatsächlich habe. Na, das können wir doch locker hier bezahlen bzw. geben. 423 Heilpflanzen, 88 Heilkraut und 33 Heilwurzel. So viel dazu. Los, Ezio, brau mal was. Hier hast du deine Heilpflanzen. Ausgezeichnet. Ich werde sofort damit beginnen, die Tränke zu brauen. Wann wirst du die Tränke gebraut haben? Komm morgen wieder. Dann dürften sie fertig sein. Und was gibt's noch ihm? Also, ja, hätte ja sein können, dass man bei ihm... Er verkauft ja nichts. Hast du denn ein Bett? Denn ich habe jetzt keinen Bock, hier irgendwie noch großartig durch die Gegend zu latschen. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Super. Ach ja, da fällt mir, apropos Schlüssel, Turmschlüssel Nummer 6 ein. Kann mir jemand sagen, Turmschlüssel Nummer 6, den ich irgendwo in einer Folge bekommen habe, wo ich den... Gibt's hier ein Bett? Wo ich den einsetzen kann. Bestimmt im Turm. So, ein Adept. Wo geht's denn hier? Wenigstens zu einem Schlafgemach. Ja, ja, richtig, genau. Ja, bis zum nächsten Morgen. Dann dürfte er ja fertig sein, der Ezio. Auch so ein Name. Wie kommt man auf den Namen Ezio? Dann gucken wir mal weiter, ob er fertig ist. Der Ezio. Ezio ist nicht hier. Wenn er nicht hier ist, kann ich ihm sein Zeug hinnehmen. So. Hochkommode, kann ich hier irgendwas noch lernen, falls ich das nicht schon gemacht habe? Nö, Jagd und Beute. Mhm. Ah, im Alchemie. So, jetzt. Wo ist er denn? Hier komme ich ja nicht durch. Ezio ist futsch. Wo ist denn der jetzt? Muss ich wieder warten oder was, bis er irgendwo mal seinen Tagesablauf abgerissen hat? Oh. Wer bist du? Karosch. Okay, gibt's nix. Wo ist denn dieser Ezio hin? Okay, dann werde ich nochmal irgendwie bis Mittag schlafen. Vielleicht ist er dann da.
Kann ja sein, ne? Man weiß es nicht, ob der Ezzo mittags da ist. So. So, Ezzo, dann erzähl mal. Bist du hier? Ah, da ist er endlich. Okay, mittags ist er ja da. Sind die Heiltränke fertig? Ja, sie sind es. Hier hast du sie. Es hat etwas länger gedauert, als ich gedacht habe. Ich hoffe, Donchak ist zufrieden mit mir. Ja, länger gedauert, weil du weg warst, du Heinz. Jo, aber auf zu Donchak. So. Dann bin ich gespannt, ob der dünne Schack, Donchak, 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 Donchak. So. Diesmal erwartet er mich also nicht hier an der Treppe, sondern ist verschachtelt hier. Ist er denn hier? Da ist er. Donchak, ich habe deine Tränke. Ich habe die Heiltränke. Ja, worauf wartest du noch? Du sollst die Tränke zum Mardok bringen, aber rasch. Ich dachte... Denke nicht, Maurer, sondern beweg endlich deinen Hintern. Das Heer braucht die Heiltränke. Und jetzt beeil dich endlich, sonst mache ich dir Beine. Oh oh, sonst macht er mir Beine. Gut, okay. Dann müssen wir wieder zu Onas Lager. Jipp. Na, latsche ich mich schon wieder hier. Irgendwo war doch jetzt... Ja, da ist die Treppe. Nach ohne. Mache ich erstmal einen Speicherpunkt. Dann gucken wir noch mal ins Tagebüchlein. Tränke vom Alchemisten. Donchak gab mir den unverzüglich zu Mardok zu bringen. Ja, das ist natürlich bei Onas Hof. Untersuche ich mir mal ein Kämmerlein, wo ich mich ungestört und unbeobachtet umziehen kann. Hier wird das nicht sein. Ungestört und unbeobachtet. Also hier ist keiner, ne? Oh, dann nehmen wir mal hier die Kerzenständer mal mit. Ungestört und unbeobachtet. Und zwar die Bootsmann-Rüstung anziehen. Habe ich die jetzt auch an? Die habe ich jetzt auch an. Und dann geht es mal zum Milizlager erstmal. Und statten mal dem André einen Besuch ab. Und wir sehen, hier ist ein Ende. Also es müsste normalerweise noch eine Gesprächsoption von André kommen. Und da wollte ich auch ganz gerne mal nochmal mich bedanken bei Alan Dufont, der mir einen Tipp gegeben hat, dass man da noch was ändern müsste mit so einem gewissen Tool. Das werde ich jetzt mal machen im Off. So, die Werte habe ich gesetzt. Und da ist die neue Gesprächsoption. Wir müssen die Orks angreifen, bevor sie Verstärkung bekommen. Wir müssen die Orks angreifen, bevor sie Verstärkung bekommen. Du hast recht. Wenn noch mehr Feinde kommen, haben wir keine Chance mehr, hier rauszukommen. Aber leider sind wir ihnen auch jetzt hoffnungslos unterlegen. Dann bleibt nur eins. Wir müssen uns mit Onas Söldnern verbünden. Mit Onas Söldnern? Das sind geflohene Verbrecher aus dem Minental, die wir zu bekämpfen hätten, wenn die Orks nicht hier wären. Und mit diesen willst du zusammenarbeiten? Uns bleibt doch gar nichts anderes möglich. Die Söldner sind doch genauso von den Orks bedroht wie wir. Alleine haben sie genauso wenig eine Chance gegen die Orks wie wir. Gemeinsam aber könnten wir das feindliche Lager stürmen und die Orks vertreiben. Ja, ich bin sicher, dass die Orks bisher einen Großangriff gescheut haben, weil sie annehmen, dass dieses Bündnis bereits besteht. Ich stimme dir in allen Punkten zu. Auch ich bin der Ansicht, dass ein Bündnis mit den Söldnern uns allen helfen könnte. Aber ich muss mich mit meinem Tun vor Lautagen verantworten. Ihm wird es gar nicht gefallen, dass ich mit Verbrechern gemeinsamer Sache mache. Ich glaube schon, dass Lord Hagen uns verstehen würde, wenn wir ihm die Situation erklären könnten, in der wir uns befinden. Ah, na schön, dann rede mit Khalid. Er ist jetzt der Anführer der Söldner, nachdem sein Vorgänger Lee nach Myrtana gegangen ist. Sage ihm, dass ich mit ihm und seinen Männern einen Waffenstillstand abschließen möchte.
Ich fürchte aber, dass eine Zusammenarbeit scheitern wird, da er uns nicht trauen wird. Wir werden sehen. Vielleicht gelingt es mir ja, Kale zu überzeugen. Gut, ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Das kann ich brauchen. So, okay. Dann werde ich nochmal abspeichern. Sicher ist sicher, dann kann ich ja das Ding im Hintergrund schließen, also das Tool. Dann werden wir da mal zu Kalet fetzen. Runterbeamen. Jep. Supi. Dann wollen wir mal schauen, wo denn der Kalet ist. Der ist ja normalerweise drinnen. Ich habe mir das schon gedacht. Na komm. Das ist wirklich nicht mein Problem. Das war noch schon vorher klar. War der nicht hier? Ja, hier ist er. Mal, mal speichern nochmal. Und dann schauen wir mal, ob er sich... Wie ist die Lage? Wie soll sie schon sein? Jeden Moment können wir mit der Angriff der Orks rechnen. Wie lange belagern sie euch schon? Schon einige Wochen. Aber wenn nicht bald ein Wunder geschieht, dann wohl nicht mehr lange. Der nächste Großangriff steht mit Sicherheit schon bald bevor. Und dann haben wir nichts mehr zu lachen. Ja. Lord André schickt mich. So? Was will er von mir? Aber fass dich kurz, ich habe wenig Zeit. Er möchte sich mit dir und deinen Männern gegen das Heer der Orks verbünden. Ach, will er das? Und was haben wir bitteschön davon? Da fragst du noch? Die Orks bedrohen euch doch genauso wie Lord André. Ja, das tun sie. Doch du vergisst dabei eins. Wir sind ehemalige Gefangene, die aus dem Minental geflohen sind und vom König geächtet wurden. Er garantiert mir also, dass Lord André uns nach dem Kampf gegen die Orks nicht ebenfalls angreift. Lord André wäre niemals zu so einer Heimtücke fähig. Schließlich ist er ein Paladin, ein Streiter Innos. Wenn er dir einen Waffenstillstand vorschlägt, dann kannst du ihm auch glauben, dass er es ernst damit meint. Ein Paladin? Ein Streiter Innos? Das soll mich wohl jetzt beeindrucken, oder was? Auf seinen Waffenstillstand kann ich ebenfalls verzichten. Den letzten hat er Lee mit Hagen abgeschlossen. Und was war das Resultat? Er war nur von kurzer Dauer. Lord André hat den Waffenstillstand nicht erneuert, als Hagen ins Minental zog. Aha. Nichtsdestotrotz haben wir ihm und seinen Männern nach dem Überfall der Orks auf Corinis erlaubt, beim alten Wachturmquartier zu beziehen. Groß bedankt hat sich der edle Herr dafür auch nicht. Und jetzt verlangt André, dass wir für ihn unsere Hälse riskieren. Ich sag dir was. Ohne eine schriftliche Begnadigung von ihm, ausgestellt für mich und meine Männer, läuft da gar nichts. Lord André soll euch begnadigen? Ich weiß nicht, ob das gehen wird. Eigentlich müsste der König dies tun. Er oder sein Stellvertreter auf Corinis. Also Lord Hagen. Der König ist weit weg und Hagen ist im Minental. Lord André aber ist Lord Hagens Stellvertreter. Was also ist das Problem? Na schön, vielleicht geht es ja doch. Auf jeden Fall werde ich Lord André mitteilen, was du von ihm verlangst. Gut, aber beeile dich. Ich werde nicht ewig darauf warten, bis seine Lordschaft sich herablässt, mir eine Antwort zukommen zu lassen. Seine Lordschaft, hat er gut gesagt. Erstmal ins Logbuch gucken. Ja. Da bin ich mal gespannt, was Lord André dazu sagt. Ich habe mit Kalet gesprochen. Und? Nimmt er den Waffenstillstand an? Ein Waffenstillstand genügt ihm nicht. Er verlangt eine vollständige Begnadigung für sich und seine Männer. Wer ist denn vollständig verrückt geworden? Das kann nur der König. Selbst Lord Hagen darf nicht dieses Recht des Königs für sich in Anspruch nehmen. Ich fürchte, dass Kalet auf seine Forderung bestehen wird. Er glaubt ansonsten, dass der Waffenstillstand nach einem Sieg gegen die Orks von uns gebrochen wird. Dann sage ihm, dass ich ihm mein Wort gebe, dass dies nicht der Fall sein wird. Das Wort eines Paladins. Das habe ich bereits getan. Doch leider konnte ihn das nicht beeindrucken. Nun, dann wird eben aus dem Bündnis nichts. Ich kann schließlich keine Begnadigung aussprechen, die vom König nachher nicht akzeptiert wird. Vielleicht gelingt es mir ja noch, Kalet auf andere Weise zu überzeugen, dass wir es ehrlich meinen. Gut, versuch es. Und gebe in was, dass du Erfolg haben wirst. Also sowas Beklopptes aber jetzt aber auch. Lord André kann keine Begnadigung aussprechen. Mhm. Nochmal mit Kalet sprechen, vielleicht gelingt es mir auf andere Weise, Kalet zu überzeugen, dass es er echt ehrlich meint. Da bin ich ja mal gespannt.
da bin ich echt mal gespannt, was jetzt kommt. Okay, die Kenner natürlich, die werden wissen, was jetzt kommt. Aber ich weiß es nicht. So, Khaled. Lord André kann euch nicht begnadigen. Ich dachte mir ja, dass dieses Bündnis nichts taugen würde. Aber wenn Lord André so stur ist, dann werden wir es auch sein. Das Ganze hat mit Sturheit nichts zu tun. Wenn Lord André es könnte, dann würde er euch bestimmt begnadigen. Ach, und warum tut er es dann einfach nicht? Weil nur der König eine Begnadigung aussprechen kann. Wenn aber Lord André einfach eine aussprechen würde, dann hätte sie keine Gültigkeit. Gerade, da er es ehrlich mit euch meint, muss er deine Forderung ablehnen. So, und das soll ich dir jetzt einfach so glauben, oder was? Ja, und wenn er wirklich vorgehabt hätte, euch zu betrügen, dann hätte er jetzt einfach deiner Forderung zugestimmt. Gerade, weil er genau weiß, dass eine Begnadigung von ihm wertlos ist. Er kann daher nur einen Waffenstillstand anbieten, mehr nicht. Vielleicht sagst du die Wahrheit, aber ich kann dir und Lord André noch nicht so richtig vertrauen. Aber vielleicht schaffst du es ja, mein Vertrauen zu gewinnen. Wärst du dazu bereit? Was soll ich tun? Wir haben hier auf dem Hof einige Probleme. Geh mal zu den Leuten und hilf ihnen, diese zu lösen. Wenn du deine Sache gut machst und die Leute dir vertrauen, werde ich es auch tun. Und mit Lord André zusammenarbeiten. Einverstanden. Ich werde mit den Leuten sprechen. Gut. Also, da gab es jetzt noch eine neue Quest. Das Vertrauen der Söldner. Ja. Dann gucken wir mal. Ja, da steht auch nur, dass ich mit den Peoples reden muss. Aha, speichern wir mal ab. Ja, dann fangen wir doch mal hier im Raum an. Also bestimmt mit den Leuten, die wo Namen haben. Ja. Warum hört eigentlich keiner? Ich werde doch nochmal hier das Gebäude durchforsten, zum Beispiel Buster. Wie ist die Lage? Geht so, Mann. Geht so. Okay, bei Buster ist nichts. Ich werde mit allen reden, auch ob sie jetzt Söldner sind oder nicht. Okay. Hast du Interesse an weiteren alten Münzen? Sicher. Hast du noch welche? Ein paar. Danke. Hier ist dein Geld. Bring mir alle, die du finden kannst. Okay, dann auch mal wieder ein paar Goldstückchen bekommen. Dann haben wir noch den Ona selber. Alles klar hier auf dem Hof. Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Du gehörst nicht zum Hof. Falls du zum König gehörst, verzieh dich direkt wieder. Okay, das kennen wir ja schon. Ja, endlich werden wieder ein bisschen Musik. Maria, was ist los? Nichts ist los bei Maria. Hier ist niemand. Was ist denn das für eine Mamsell? Das ist eine Magd. Okay. Er hat auf die falschen Leute aber gar nichts mehr. Das hat er doch vorher gewusst. Gucken wir weiter. Kann ich nicht gebrauchen. Oma. Hey, Lust auf ein Bier? Oh. Ich hatte gehofft, du würdest mit dem Alkohol ernsthaft aufhören. Haha, war nur ein Scherz. Nee, jetzt mal ernsthaft. Ich denke, ich werde das saufen lassen. Na endlich. Das ist gut. Homer, cool. Wie sieht es aus? Gut, sehr gut. Ich habe hier noch ein paar von meinen alten Kumpels getroffen. Jetzt geht es mir wieder richtig gut. Freut mich. Also wirst du das Saufen wieder aufhören? Man weiß gar klar, naja, zumindest versuche ich es. Viel Erfolg dabei. Ich muss jetzt weiter. Meine Meinung, mach's gut. Ja, mach's gut. Cool, noch was? Okay. Ja, das ist doch nett, dass es ihm wieder gut geht. Somit haben wir auch wieder eine gute Tat für Homer vollbracht. Ja, dann dürfte ich dieses Gebäude schon mal abgeklappert haben. Jetzt geht es weiter. Torloff. Hey. Hast du was für... Bestimmt. Hast du was zu tun für mich? Wieso? Weil ich eine Empfehlung für Khaled brauche. Verstehe, er traut dir nicht. Würde ich an seiner Stelle auch nicht tun. Das heißt im Klartext, dass ich von dir keine Empfehlung bekomme?
Das habe ich nicht gesagt. Wenn du bereit bist, mir bei meinen Problemen zu helfen, würde ich darüber nachdenken. Was für ein Problem hast du denn? Ich mache mir Sorgen um unsere Schafe. In der Nähe des Holzfällerlagers wurden vorhin einige schwarze Wölfe gesehen. Wenn du die Wölfe erledigst, sollst du deine Empfehlung haben. Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Ja, das hört sich doch gut an. Schwarze Wölfe beim Holzfäller. In der Nähe des Holzfällerlagers wurden einige schwarze Wölfe gesehen. Jep, 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 in großer Gefahr sind. Das wird bestimmt da hinten unten links sein. So ist jetzt meine Vermutung, aber bevor ich da direkt hingehe, gucken wir mal, ob wir für andere noch was irgendwie erfragen können. Alles in Ordnung? Ja, im Moment ist alles ruhig. Na, dann ist ja gut. Gehen wir mal hier zu dem Schmiede hin, zu Hodges. Hey. Alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Das hat er wirklich nicht verdient. Okay, also wenn ja alles klar oder alles in Ordnung steht, dann wird wahrscheinlich das so sein, dass keine neuen Gesprächsoptionen kommen. Er sagt Hallo. Hallo, wie ist die Lage? Soweit alles ruhig. Bin gespannt, wie das hier alles ausgeht. Okay, Jarvis. Ansonsten noch was? Nope. So, Bauer. Aber Rosi, ja, die braucht ja ihren Till wieder. Den muss ich auch noch irgendwie finden. Carsten, der braucht seine Raspel. Nicht wahr? Und an der Stelle auch nochmal herzlichen Dank wieder an Invino Veritas. Der hat gesagt, nämlich, die Raspel gibt es in der Lava-Höhle. Da habe ich ja schon mal kurz einen Blick reingeworfen, um die Butler irgendwo hinzuführen. Thekla, okay, nee, die wird mich sowieso wieder anpumpen, weil sie mich nicht bedient. So, gucken wir mal sicherheitshalber hier nochmal rein. Hier ist keiner. Okay, weiter geht's. Gehen wir mal hier rüber zur anderen Hütte. Elena? Nö, die handelt. Wolf. Na, pass auf deinen Rücken auf. Alles in Ordnung? Klar, alles ruhig. Okay. Weitermachen. Hier reingehen. Gibt's eine Bäuerin und sonst gibt's hier nur noch den, wie heißt der nochmal? Bauer heißt der. Pardos, richtig. Hey. Pardon. Pardon, darf ich dich mal ansprechen? Achso, Kopf hoch? Ja, okay. Kopf hoch. Alles wird gut. Genau. Danke. Danke für deine Worte. Oh, ein ganz lieber Pardos. Gunnar? Hey du. Nix. Ist doch nur ein Söldner. Was hat er denn hinten auf dem Rücken, hä? Jo, ein Renderfehler, würde ich mal sagen. Aber nicht so schlimm. Sentenza. Hey. Alles in Ordnung. Wenn du es sagst. Raoul. Hallo. Ich behalte dich im Auge. Ah ja, okay. Rod. Du siehst so blass aus. Aha. Du siehst so blass aus. Okay. Verdammt ja. Ich fühle mich auch richtig krank. Irgend so ein Fieber habe ich. Na und? Was willst du das wissen, hä? Weil ich dir helfen will. Du brauchst eine Medizin, richtig? Ja, brauche ich. Doch woher nehmen? Wir haben keinen Magier auf unserem Hof. Was ist mit Sagitta? Oder lebt sie hier nicht mehr? Die Kräuterhexe? Ja, sie lebt noch in ihrer Höhle. Aber es gibt leider ein kleines Problemchen. So? Welches denn? Man muss sich durch die Reihen der Orks metzeln, wenn man zu ihr will. Und deshalb lasse ich's lieber sein. Dann hole ich eben die Medizin für dich. Wirklich? Ja, ich brauche aber eine Empfehlung von dir. Für Kaleb. Von daher weht der Wind. Und ich dachte schon, du hättest dies aus reinster Liebe getan. Aber von mir aus ist dein Leben. Wenn du mit dem Teilmittel tatsächlich zurückkommen solltest, dann kriegst du deine Scheißempfehlung, Kaleb. Wow. Also muss ich auch noch eine Heilmedizin für Rott besorgen bei Sagitta. Na, wenn das nicht den aktuellen Aktionen hier auf der Welt irgendwie so ein bisschen ähnlich ist. Aber in Gothic ist es ja ein bisschen einfacher. Ich hoffe nur, also dass wirklich jeder gesund bleibt an dieser Stelle. Und
auch wirklich auf sich aufpasst oder dass viele auf sich aufpassen untereinander. Nochmal gucken ins Wolfsjagd. Soll ich da jetzt mal hingehen? Ich guck mal eben. Mir geht es besser. Es war genauso, wie du sagst, ewig so weitergehen. Ah, schauen wir mal hier. Ach, vielleicht kann man hier nochmal Kord irgendwie was abluchsen, eine Frage. Kann ich was für dich tun? Ja, richtig so. Kann ich was für dich tun? Oh. Du willst etwas für mich tun? Aus welchem Grund? Ich brauche ein paar Empfehlungen für Khaled. Ach, so ist das. Na, immerhin bist du ehrlich. Was ist jetzt? Kann ich nun was für dich tun oder nicht? Nun, wenn du mich so fragst, etwas gäbe es schon, was du für mich erledigen könntest. Ich sagte aber gleich, dass dies nicht ganz ungefährlich ist. Um was geht es? Ich habe meinen Ring des Wassers verloren und muss diesen unbedingt wieder haben. Okay. Den Ring des was, bitteschön? Das musste ich nicht weiter interessieren. Wassers. Sag mir meinen Ring, mehr verlange ich nicht. Wo ist der Ring? Ich habe ihn irgendwo in der Krypta verloren, die sich in der Nähe von Onas Hof befindet. In der Krypta? Und warum gehst du nicht einfach wieder dorthin und holst ihn dir? Weil sich in der Krypta einige Untote befinden. Ich konnte gerade so entkommen, als ich dort unten war. Dabei habe ich den Ring verloren. Untote? Und mit denen wurdest du nicht fertig? Na, es waren zu viel. Ich hätte es ja geschafft, aber nun bist du ja da. Verstehe. Und jetzt soll ich meinen Kopf dafür herhalten. Es zwingt dich keiner. Du hast mich ja gefragt, ob du etwas für mich erledigen kannst. Schon gut. Ich schau mal, was ich machen lässt. Nur eins würde ich noch gerne wissen. Warum bist du denn eigentlich in die Krypta hinabgestiegen, wenn dort Untote ihr Unwesen treiben? Nun, ich wollte mal nachsehen, ob es dort unten ein paar wertvolle Gegenstände gibt, die man einsacken kann. Dort unten gab es schon immer Untote. Aber nachdem mein Fremder vor einiger Zeit einmal aufgeräumt hatte, dachte ich, dass die Krypta jetzt sauber ist. War aber leider nicht so. Na, vielleicht hatte dieser Fremde ein paar von den Untoten übersehen. Kann ich mir nicht vorstellen. Dann glaube ich schon eher, dass die Orkschamanen vom Belagerungsherr ihre Finger im Spiel hatten. Er hat auf die falschen Leute. Ja, da war ich ja schon in der Krypta vor einiger Zeit. Es könnte natürlich sein, dass ich da nochmal hingehen muss und ja, da irgendwie nochmal nachsehen muss, ob es da... Ja, die Böcke sind wieder unsichtbar, weil ich den alten Renderer drauf habe. So, wo war jetzt nochmal dieser... Wo war jetzt nochmal dieser Holzfäller? War der hier unten irgendwo? War der doch irgendwo unten? Ja, da müsste es sein. Gucken wir nochmal. Ah, hier ist der Gärtner. Da gucken wir nochmal. Der Ring des Wassers, ist klar. Haben wir gerade eben gehört. Heilmittel für Rott. Da werden wir zur Sagitta gehen. Die Wolfsjagd in der Nähe des Holzfällerlagers. Wurden einige schwarze Wölfe gesehen. Dann werden wir mal gucken, wo die sind. Vorher aber noch abspeichern. Wo sind sie? Schwarze Wölfe? Groben. Hey. Hey, du Gnomen, Groben. Das kannst du mir beibringen. Ah ja, okay. Ich werde als erstes mal meine Waffe ziehen, meine Fernwaffe. Und da sind ja schon schwarze Wölfe zu sehen. Und Wambo. So. Dann geht's mal auf zu den schwarzen Wölfen. Oh, das sind ja gleich so viele. Auf einmal. Oh, vielleicht sollte ich doch eine bessere Rüstung anziehen sollen. Aber vielleicht geht's ja jemand schon. Ja. Komm, danke dir. So, mein Gott, sind die gut getarnt? Ach, da hinten. Okay. Hallo? Und hau drauf. Und nehmen wir Fell, Krallen und was war das noch? Speichern. Und noch was essen? Vielleicht ein paar Dunkelpilze? Damit ich meinen Mana ein bisschen auffrischen kann. Je nachdem, wie viel ich schon gefuttert habe.
Jo. Reicht noch nicht ganz aus. Ach, dann gehen wir mal Buddlerfleisch weiter. Ah, da soll erstmal reichen. Gucken. Ah, da hinten. Noch zwei, glaube ich, ne? Ja. Komm her. Ah, kommen gleich beide. Nee, es kommt nur einer. Habe ich nicht geguckt, was war das erste war. Zähnefell. Lass ja mal bei dem hier mal feststellen. Oh, nicht so schnell sein. Ach ja, Fleisch. Rohes Fleisch. Ja, hinten sind noch mehr. Stopp. Nicht so leichtsinnig, Roland. Nicht so leichtsinnig. Nein. Ah, ich bin zu wenig aufgefrischt. Okay. Dann muss ich dich wohl doch noch irgendwie mäzeln. Okay. Geschafft. Super. Trinken. Ah, hiervon haben wir ziemlich viel. Speichern. Und den vermeintlich letzten da hinten. Vermeintlich letzten. Auch noch. Erledigen. Seine Sachen nehmen. Und ich darf mich an dieser Stelle verabschieden für diese Folge. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Fleißig Kommentare schreiben mal wieder und fleißig Daumen geben. Und falls ich was vergessen habe oder sonst, aber ihr wisst ja schon, das geht ja ganz gut voran mit mir. Ich verabschiede mich und sage tschüss.